Hallo RC-Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Waxers RC TV. Heute mal On The Road Edition. Und zwar geht's heute wieder raus zum Fahren mit dem Really Death Watcher XL. Mittlerweile habe ich an dem Fahrzeug ein bisschen was umgebaut, ein paar neue elektronische Komponenten eingebaut. Wir haben ein neues Lenkservo mit drin, wir haben einen neuen ESC mit drin und einen Motor. Das Ganze schaut zu euch doch einfach mal jetzt kurz noch in Ruhe an. Das habe ich nämlich zu Hause für euch schon bereits vorbereitet. Und während ich jetzt hier auf Location fahre und dort mal alles vorbereite, könnt ihr euch mal kurz im Detail reinziehen, was sich am Fahrzeug verändert hat. Dann wird man jetzt draußen beim Fahren sein, machen heute direkt auch noch einen Speedrun mit dazu, ballern ein bisschen über den Asphalt und quatschen über das Auto. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid und viel Spaß beim Video. Und da haben wir das Biest auch schon auf dem Tisch. So, während ich jetzt auf Location fahre, schauen wir doch uns einfach mal gerade noch an, was an dem Fahrzeug gerade maßgeblich verändert wurde. Dann müssen wir das nämlich draußen am Platz nicht mehr machen. Deswegen jetzt der kleine Abschnitt. Und zwar habe ich umgebaut die Motor-Kombo. Das seht ihr hier mit den schönen roten Sleeves. Wir haben jetzt einen Hobbywing 2200 KV Motor drin, einen S-Run, den 4274, inklusive der Max 8 Regler-Geschichte. So, zweimal XT90. Das haben wir eh schon immer dran, das bin ich ja bei meinen Bashern auch immer am Fahren. Und ich habe das Lenkservo auch getauscht in ein Amewi HV-Servo mit 46 Kilo. Das Lenkservo, das ursprünglich alte, das habe ich jetzt wiederum auf die Handbremse gebaut. Und ich habe die Funke, die alte, ausgebaut und habe das Ganze auf meine 7PX von Futaba nämlich gebunden. Das heißt, wir werden jetzt neben der weiteren Reichweite und dem besseren Signal natürlich auch super Sachen einstellen können, wie dann auch die Endpunkte der Lenkung. Und das kann ich jedem nur empfehlen, der sich den Death Watcher geholt hat. Ja, jetzt auch zuletzt im Angebot war der ja beim Konrad für sehr verführerische fast unter 400 Euro irgendwo zum Kriegen. Und jeder, der ihn hat, sollte definitiv über die Lenkung die Endpunkte nachstellen. Also ich sage es jetzt mal so, auf einer Skala von 1 bis 100 habe ich die Lenkpunkte links wie rechts auf beiden Seiten jeweils um 25% reduziert, weil ab dem Punkt, wo dann die Lenkung stoppt, geht es dann einfach noch zu Lasten des Servosavers. Und ich habe das ja damals schon bei der ersten Ausfahrt gemerkt, dass da vielleicht das ein oder andere nochmal nachgestellt werden will. Aber ansonsten habe ich immer noch meinen Loggerhalter drauf, da heute auch das Gerät von Sky RC mit drin, das nehmen wir heute mit raus zum Tracken von der ganzen Geschichte. Und ansonsten hat sich an dem Fahrzeug nicht viel verändert. Wir haben ein paar Plots mit drauf, bisschen Willy West Customs, bisschen Waxer RC TV, bisschen Monster Energy. Wie gewohnt, einfach ein bisschen einen aggressiveren, sportlicheren Auftritt. Und ansonsten ist das Fahrzeug RTR geblieben. Die Reifen immer noch von der ersten Ausfahrt ein bisschen abgenutzt, aber da wird man heute nochmal einen nachlegen. Das heißt, heute auf jeden Fall der komplette, der zweite vollwertige Akku mit dem Fahrzeug. Und wenn ihr an dem Fahrzeug schrauben und arbeiten müsst, kann ich euch nur darauf hinweisen, dass ihr hier unten eine Schutzplatte habt für die Chassisplatte. Ja? Und diese Schutzplatte könnt ihr dann nachher lösen, indem ihr hier oben diese Schrauben, das sind 6 Stück an der Zahl, über das Chassis verteilt, erstmal abschraubt. Das einfach mal als kleine Hilfe für alle die, die das noch nicht wussten. Ansonsten, wie gesagt, alles noch relativ unverändert, was Tuningteile anbelangt, die Querlenker alles RTR, die Einstellungen alles noch RTR. Ich habe die Sturz und Spur an der Stelle nicht verändert, weil ich mit der Fahrweise beim letzten Mal schon zufrieden war. Und wie gesagt, an der Karosserie gibt es nichts zu machen, außer dass die Verkabelung dran ist und dieser Klett, der da verwendet wird, um an der Seite quasi hier am Rand noch eine Befestigung zu haben, der funktioniert bei mir einfach gar nicht. Ja, ich habe immer wieder den Gegenspieler an der Karosserie hängen und von der Seite aus betrachtet mich da nicht weiter. Ich habe es jetzt aber so gelassen, wie es ist. Wir gehen jetzt raus auf den Platz und schauen mal, wo die Kombo heute mit den neuen Komponenten hinrast. Ich habe dann auch das mitgelieferte Speedritzel eingebaut, das da 2 Zähne mehr hat. Und dann wird man mal sehen, was da heute abgeht mit dem Death Watcher XL. Wir sind wieder draußen auf Location. Das alte Flugfeld, heute alles frei, Feierabendzeit, noch ein bisschen Sonne, die brauchen wir heute. Und da habe ich auch schon das Fahrzeug vorbereitet soweit. Bei den Satelliten sieht es auch gut aus, habe ich gerade eben schon gecheckt. Na, komm schon, Face ID, hat Bock, 12 Stück Hammer. Das heißt, da können wir auch gleich direkt loslegen. Neue Funke, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, 7PX. So, ans Fahrzeug hingebunden. Können wir nämlich gleich mal alles miteinander anschließen. GPS leuchtet, der hat auch Bock. So, schalten wir die Party mal ein. Wuhu! Lenkung läuft soweit. Also HRC-Servo, Freunde, richtig brutal das Ding. Schaut's mal her. Muss halt richtig was gehen. Vor allem, ich habe ja jetzt neu zur Situation zum letzten Mal heute keinen Gyro verbaut. Das heißt, wir fahren heute komplett ohne Gyro und ich kann mich auch daran erinnern, dass wir nämlich beim letzten Mal bei der Fahrt mit Gyro Geschwindigkeit eingebüßt haben wegen dem Gyro. So,
Jetzt wird es ganz hochkompliziert. Jetzt mal hier für euch nochmal ein besseres Bild. Wir gehen auf Flug, wir gehen auf Start. So, heißt GPS macht sein Ding. Wir holen hier mal den Deckel dazu, machen das Ganze jetzt mal fertig für seine erste Runde. Bin auch wirklich gespannt, was das Ding jetzt so feuert mit 2200 kV. Nochmal 200 kV mehr wie RTR. Und dann natürlich nochmal mit dem ESC, der da ein originaler Hobbywing ist und kein umgelabelter Hobbywing. Und die bessere Funke inklusive dem stärkeren Servo. So. Es läuft. Der Really Death Watcher 6S. Los geht's. So, Freunde, und geben wir mal Feuer. Wow. Okay, das war schnell, das war schnell. Dann kommen wir nochmal zurück und ziehen durch. Ich glaube, das dürfte gut gelaufen sein. So. Schauen wir mal kurz auf die App, was die so sagt. Sehr gut. So, wir gehen auf Stop, wir gehen auf Read. Freunde, 110 km/h. Mal gleich mal ein Screenshot hier. Zack, 110 in der Box. Ich würde sagen, das testen wir auch gleich nochmal. Gehen wir auf Flug, gehen auf Start. Und mal durchziehen. Ein Insekt im Gesicht. Herr Freunde, ich traue mich mit dem tatsächlich gar nicht so richtig durchziehen. Der hat richtig Bums. So. Ah, Freunde, schrubben kann er. Das kann ich euch gleich mal sagen. Okay, sind wir gespannt? Nächste Runde. Wir gehen auf Stop. Wir gehen auf Read. 111 km/h, Freunde. Gleich mal mit Screenshot. 111, 1 km/h verbessert. Was wir doch jetzt einfach mal als nächstes machen, das würde mich nämlich auch mal interessieren. Was machen wir jetzt im Sinne vom No Prep RC Drag Racing? Aber ich bitte, jetzt das Reglement mal zu ignorieren, ja? Weil wir haben natürlich kein No Prep Fahrzeug. Wir haben ein 4x4 getriebenes Fahrzeug. Bei No Prep brauchen wir 2 WD. No Prep will 2S, wir haben 6S. Deswegen passt das Ganze nicht. Aber wir wollen trotzdem wissen, zumindest mal will ich das wissen, was macht dieser gute Kumpel auf 40 Meter in der Beschleunigung? Beim letzten Mal, wenn ich mich noch richtig dran entsinne, waren es ca. 2,9. Mal gucken, ob wir das heute toppen können. Okay? Freunde, RC Drag Racing, auch bald wieder soweit. Bleibt dabei. Nächste Session ist schon gespannt. Nächste Session ist schon geplant. So, Freunde, los geht's. 3, 2, 1, los. Wow! Das Ding hat Bums, Jungs. Ich sag's euch. Und ohne Gyro, also ich kann's euch gleich mal sagen, dieses Auto macht mehr Spaß ohne Gyro. Definitiv. Für Einsteiger ganz gut, aber wie gesagt, ohne Gyro viel besser. Read,
2,86 mit 96 km/h Maxgeschwindigkeit. Die Beschleunigungskurve hat natürlich einen leichten Knicks, so wie ihr sehen könnt. Ich mache mal kurz nochmal einen Screenshot, immer ein bisschen einfacher. So, Beschleunigungskurve hat einen Knicks, aber ganz klar, weil ich ansonsten ja keine Traktion rauf bekomme, muss ich das Gas dann auch nochmal wegnehmen. Hätte ich jetzt einfach durchgefeuert mit dem Gas, ihr seht noch die Wellen hier am Anfang, da sind wir noch relativ gleich mit Beschleunigung und Geschwindigkeit. Aber wenn ich da voll durchziehe, dann wäre ich glaube irgendwo gelandet, aber nicht am Ende der 40 Meter. Wir werden aber trotzdem nochmal einen Run machen und schauen, ob wir die 2,86 nochmal schlagen können. Bringen wir uns in Position, fahren wir vielleicht auch mal der Sonne entgegen, vielleicht bringt es ja was. So, der ein oder andere wird sich vielleicht auch wundern, warum das Lichtset nicht leuchtet, aber das habe ich jetzt heute für einen Speedrun tatsächlich abgeklemmt. Wir gehen auf Beschleunigung und gehen auf Start. Wheelie Death Watcher 6S mit Kabel unten, das da rausspickelt. Kann ich gleich mal da drin bleiben. So, 6S, Beschleunigung. 3, 2, 1, los. Oh Freunde, das war schon viel besser. Einfach mal das Handy überfahren. So, definitiv Beschleunigungskurve muss besser gewesen sein. Hui, 2,7 Leute, 100 km/h. Ich würde jetzt tatsächlich mal noch eins machen. Wir machen jetzt mal einen kleinen Rundentracker. Ja? Das würde mich nämlich auch mal interessieren, wie das denn funktioniert mit dem Gerät von SkyRC. Und ich habe jetzt ganz kurz mal hier einen Rundkurs aufgebaut. Und zwar Rundkurs in der Form, dass ich da vorne meinen Rucksack habe und hier hinten meinen Koffer. Und hier machen wir jetzt den Start. Und dort habe ich jetzt gleich meinen GPS-Messer. Das heißt, ich gehe auf Strecke. Und wir machen es jetzt mal wirklich ganz, ganz easy und fahren einfach mal nur ein Oval. Ich fahre jetzt mal 3 bis 5 Runden, einfach nur das Oval hier auf einer Plattenreihe runter, um den Rucksack rum, zweite Plattenreihe zurück zum Koffer und wieder hier durch. Jedes Mal an meinem Handy vorbei. Deswegen, wir machen es nicht super schnell, aber ich möchte mal tatsächlich wissen, wie das ganze Gerät hier mit dem ganzen Sky-Tracker, mit dem Tracker von SkyRC diese Streckenfahrt eben auch misst. Das heißt, wir gehen jetzt auf Start und machen dann auf die Plätze, fertig, los. Und fahren einfach mal schön mit dem Auto eine Runde. Naja. Eine Runde. Jetzt müssen wir auch gleich die letzte Runde haben. So. Checken wir mal die Lage. Das Ganze jetzt mal auf Stop. Read. Ha. Er hat die Insgesamtstrecke getrackt. Okay. Das heißt, wir sind insgesamt jetzt 348 Meter Strecke gefahren. Er gibt uns das quasi gar nicht in Runden an, sondern er hat dann im Prinzip einfach nur die Gesamtlänge gemessen, die Zeit dazu und die durchschnittliche Geschwindigkeit. Die Maxgeschwindigkeit lag bei 65. Ja, auch interessant. Auch interessant. Nur was mir jetzt tatsächlich noch besser gefehlt oder was ich cooler gefunden hätte, wäre, wenn ich natürlich auch die Möglichkeit gehabt hätte, mir die Zeit anzeigen zu lassen. Ja? Aber das macht das so nicht. Jetzt testen wir das Ganze einfach noch ein zweites Mal. Auf die Plätze, fertig, los! Ziehen wir mal ein bisschen durch, erhöhen wir den Kreis. Hey, jetzt hat er sich verzabelt. So, jetzt müsste man ja mehr wie die 350 Meter gefahren sein, oder? Freunde, was sagt ihr? Da sind wir, gehen wir auf Stop, gehen auf Read.
448 Meter gefahren mit einer Maxgeschwindigkeit von 108 km/h. Im Durchschnitt waren es 48. Also Rundenzeit können wir tatsächlich so mit dem gar nicht tracken, sondern er macht nur eine Insgesamtstrecke mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit. Gibt uns da dazu aber leider auch keine Zeit. Das heißt, dahingehend werden wir uns für das Tracken einer Runde etwas anderes suchen müssen wie dieses SkyRC GNSS Programm. So, wir machen dann nochmal einen Flug. Wir gehen nochmal auf Start. Und dann lassen wir einfach den DevWatcher nochmal fliegen und gucken, ob wir die 111 km/h nochmal kriegen. Wow! Freunde, das passiert dann also, wenn ihr kein Gyro verwendet. Kann passieren. Da müsst ihr selber nach der Stabilität schauen. So. Machen wir mal Stop, machen wir Read und dann waren es nur noch 107. Natürlich, der Akkudruck geht jetzt dann langsam auch weg. Sind wir natürlich schon ein paar Minuten gefahren hier draußen, haben ein paar Starts gemacht, ein paar Sprints gemacht. Wow, richtig cool das Teil. Sensationell. Sensationell, der DevWatcher. Ja, Freunde, wer nicht doof war, es gab ihn jetzt erst neulich beim Konrad im Angebot. Unter 400 Euro konnte man sich den schnappen. Ich habe mir den ja letztes Jahr Weihnachten gekauft für knapp 600. Ja, war also minimalistisch deprimiert, dass ich jetzt nicht irgendwie ein bisschen gewartet habe. Aber nichtsdestotrotz, ich bereue den Kauf nicht, auch wenn ich ihn natürlich zum vollen Preis gekauft habe. Weil das Ding einfach nur Spaß macht. Aus dem Stand weg driftet er, zieht euch rein, dreht. Und ich sage jetzt mal, wenn ihr das Ganze da könnt ihr natürlich ordentlich feuern. Das Ganze jetzt noch mit Speedritzel, das wollte ich gerade noch zu Ende sagen. Wir haben ja jetzt hier tatsächlich im Setup schon das Speedritzel verbaut. Heißt, würdet ihr das Ganze sogar zwei Zähne wieder zurück auf RTR ritzeln oder sogar noch hergehen und nochmal zwei Zähne runtergehen, kriegt ihr noch mehr Punch. Ihr werdet wahrscheinlich schneller eure Reifen runterfressen, aber nichtsdestotrotz geht der super eng zum Driften um Hindernisse herum. Ja, haben wir ja gerade am Koffer schon gesehen. Und wenn ich das Ganze wirklich noch ein bisschen übe und kontrollieren kann, dann wird es mit Sicherheit noch interessanter. Ansonsten, wie gesagt, er macht, was er machen soll. Da kann ich mich jetzt gar nicht beklagen. Und jetzt gucken wir gleich noch einen Blick auf die Reifen. Wie die so aus... Ab auf dem rauen Asphalt. Hier habe ich natürlich immer wieder einen Vorteil. Glatten Asphalt. Diese Betonplatten sind wirklich sehr, sehr glatt. Das macht da richtig Spaß zum Fahren, auch für jeden anderen Onroader oder 1:10er Onroader. Da kann man auf jeden Fall hier cool durchziehen. Und zum Beispiel RC Drag Racing wird hier auch Spaß machen. Da drüben haben wir dann schon wieder so ein bisschen mehr öffentliche Straßenkonditionen, das heißt gröberen Asphalt. Müsste man dann auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Liegen auch ein bisschen mehr Steine rum. Aber hier auf der glatten Fläche funktioniert das Ganze super. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass auf einer frisch betonierten Straße, einfach mit feinporigem Beton oder irgendwo auf einem schönen Aldi-Parkplatz, das mit dem DevWatcher auch richtig Spaß machen kann. Die Testfahrt mit dem DevWatcher ist vorüber. Der Platz ist gefegt, die Sonne geht unter, Willi ist glücklich. Freunde, DevWatcher, Zustand nach dem Fahren, so sieht er aus. Ich habe immer noch nicht die äußere Flanke runter, das kommt davon, dass ich tatsächlich auch den Sturz noch wie werkseitig eingestellt, leicht nach innen geneigt oben habe. Heißt, wir werden hier auf der Kante immer wieder fahren. Und hinten hat sich das Ganze jetzt auch nicht sonderlich verändert. Ne? Zieht euch das rein. Wir haben ja immerhin noch ein bisschen Vollgummi, da ist auch noch ein Schaumstoff mit Sicherheit drin. Aber es ist noch genug Futter da, dass wir noch ein, zwei, drei Akkus fahren können. Ne? Ist einfach so. Ja? Sehe ich da gar nicht so kritisch.
Jetzt mal kurz zu ein paar Fragen, die mir in der Zwischenzeit gestellt wurden zu dem Fahrzeug, seitdem ich es mir angeschafft habe und wir das letzte Video dazu gemacht haben. Thema Reifen. Welche Reifen passen da drauf, Willi? Also, ihr könnt dort verwenden die Reifen RTR, wenn sie mal vom Konrad verfügbar sein sollten. Oder ihr könnt hergehen und könnt Plug and Play sofort die Reifen des Arma Felony installieren. Alles andere weiß ich nicht. Hier ein Auto, ja, das ihr bestenfalls für 400 Euro geschossen habt und kauft dann da die billigsten Reifen drauf, die der Markt hergibt. Und dann fahrt ihr damit draußen auf dem Platz, bestenfalls 111 km/h. Und wenn es euch dann den Reifen zerreißt und das Fahrzeug in der Bande liegt, dann war das Auto wieder schuld. Und ich möchte euch da mal ein bisschen anreizen, ein bisschen, ne, wenn ihr dann mal guckt, ihr macht solche Speed-Projekte und ihr wollt jenseits der 100 km/h gehen. Ja, mich hat da schnell auch jemand angeschrieben, Grüße gehen raus an den lieben Muck, der sagt, oh, wer ist der Erste, der das Ding bei 200 km/h hat? Warum? Freunde, uns fehlen da stellenweise noch ein paar Komponenten, die dieses Unterfangen möglich machen. Heißt ein Auto, wer dann zum Beispiel die großen Speedrun-Legenden anschaut, wie einen Russ Sheriffin, der momentan wirklich mit Quad und Dualmotor und was nicht alles unterwegs ist, ja, der hat auch irgendwann mal ein Reifenproblem bei 240 km/h, 190 km/h, 180 km/h. Guckt euch mal die Videos an. Russ Sheriffin kann ich euch nur empfehlen, wenn es um Speedrun großer Autos geht. Der hat da schon richtig viel Hirnschmalz reingesteckt und ich glaube, um einen Really Deathwatcher XL oder sogar sowas wie einen Arma Felony auf 200 km/h zu kriegen, Freunde, da bedarf es auf jeden Fall ein bisschen mehr wie RTR, ein Speedritzel und ein 150C Akku, ja, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Da müsst ihr tatsächlich ein bisschen was investieren, wenn ihr auf so ein Projekt gehen wollt. Ich sag's euch so, wie es ist, ihr werdet mit dem Setup, so wie es hier steht, und selbst wenn ihr dann in den Max 6 reinzimmert, was plötzlich auch erstmal spannend wird, ob das überhaupt funktioniert, bin ich mir nicht sicher, ob das nachher klappt. Das kann natürlich mir jeder das Gegenteil beweisen und kann das mal probieren, aber ich an der Stelle werde mit dem Fahrzeug so fahren, wie er ist. Er macht Spaß, draußen zu speedrunnen, bloß jetzt nur die ganze Zeit Speedruns damit zum Ballern, das wäre jetzt vielleicht auch nicht so meins und ich finde es auch tatsächlich sehr cool, mit dem ab und zu ein bisschen so rumzudriften. Deswegen, rein um diese Fragen nochmal geklärt zu haben, bei den Reifen müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden, das Frühjahr startet jetzt erst. Ich persönlich habe außer RTR noch keine anderen Reifen probiert, habe auch, wie gesagt, erst die Elektronik getauscht, so wie ich es euch angekündigt habe und werde jetzt das Fahrzeug wieder mit nach Hause nehmen, um es sauber zu machen. Was ich dann euch noch berichten kann, mit der Futaba hat es heute richtig gut funktioniert, auch gerade auf Distanz. Ich hatte nirgendwo heute Funkunterbrechungen, das war wirklich richtig cool und ich habe mich auch sicher gefühlt, ja, was bei mir nicht immer so der Fall ist. Aber heute habe ich mich richtig sicher gefühlt. Was auch einen super Job macht, sind definitiv die Guards unten, weil wenn ihr dann seht, was hier die Steine so durch die Gegend fliegen, ich meine, die Chassisplatte kriegt es ein oder andere Mal ein ab und das Ganze seht ihr dann auch vorne an dem kleinen Splitter, der hier vorne nämlich auch schon gute Einschläge hat. Ich zeige es euch mal hier aus der Nähe. Da kommen schon die ersten Kanten. Aber Freunde, das ist alles nicht so wild. Den kann ich ja nachher wieder tauschen, wenn er mir kaputt geht. Der ist ja auch dazu da, das Fahrzeug vor den Einschlägen der Steine zu schützen. Weil ihr seht es ja auch an der Karosserie, die hat bisher da noch nicht so viel abbekommen. Und das liegt mit Sicherheit daran, dass dieser Splitter vorne mit dran ist, der die Steine dann einfach mal nach oben hebelt, sobald ich damit 100 dagegen zimmer. Ja? Und deswegen, Freunde, ich kann euch den Deathwatcher an der Stelle nur ans Herz legen. Natürlich macht es mehr Spaß, das Fahrzeug zu bewegen, wenn ich es für 400 Euro oder gar 350 gekauft habe. Aber ich muss ehrlich gestehen, Freunde, ich war ein Kind der ersten Stunde mit dem Fahrzeug. Ich musste ihn haben, er musste bei mir daheim stehen. Ich habe die 600 Euro bezahlt und bin nichtsdestotrotz immer noch sehr glücklich und zufrieden mit dem Fahrzeug. Er liefert ab, er macht, was er machen soll und das Ganze auf einer soliden Basis, die es mit Sicherheit auch schon von anderen Herstellern gab. Nichtsdestotrotz, ich bin ein Fan von Really, habe jetzt was umgebaut. Meiner ist jetzt quasi schon wieder 800 Euro wert. Aber Freunde, das ist das Hobby, dafür machen wir es und damit habe ich am meisten Spaß. Und wie angekündigt, das Frühjahr hat jetzt seinen Einzug wieder gefunden. Es ist kalendarisch Sommerzeit, die Sonne kommt wieder öfters raus und die Temperaturen bewegen sich Gott sei Dank mal wieder jenseits der zwei Stellen. Wir werden jetzt noch ein paar Tage uns gedulden müssen, bevor dann auch der Sommer wieder ansteht und wir dann wieder richtig zum Heizen gehen können. Wir werden dann jetzt natürlich auch in die Drag Racing Saison ein bisschen mit einsteigen. Ein paar Willy West Speed Tests wollen wieder gemacht werden. Habe auch schon den einen oder anderen angeschrieben, der da nachher dabei sein soll. Und wir werden dann vielleicht auch den Deathwatcher wieder mitnehmen. Tracken einfach nochmal ein paar Fahrzeuge, ein paar aktuelle Geschichten und werden schauen, dass wir dieses Jahr auch 2023 wieder ordentlichen RC-Spaß zelebrieren und haben können. Deswegen, Freunde, wer den Kanal noch nicht abonniert hat, jetzt wäre die Gelegenheit. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren für die Benachrichtigung, wenn hier ein neues Video erscheint bei Waxxers RC TV. Freunde, bleibt gesund und habt Spaß mit euren RC-Autos.